Bundeskanzler Sebastian Kurz stattete am Weltfrauentag Oberösterreich einen Besuch ab. Dabei präsentierte er seine Zukunftsinitiative MINT und IT. Bewusst in Oberösterreich als führendes Industrieland und starkes Wirtschaftsland. Sein Ziel ist es, vor allem mehr Frauen für die Technik zu begeistern. Oberösterreich ist ein starkes Industrieland. Daher gibt es auch einen immer größeren Bedarf an jungen Menschen mit einer technischen Ausbildung, einer IT-Ausbildung, mit einer Ausbildung im Digitalbereich. Und daher wollen wir ganz bewusst hier auch mehr Ausbildungsplätze schaffen, weil da wird es immer in Zukunft immer mehr Jobs geben. Ich freue mich sehr, weil es gut ist für unser Land. Wir brauchen viele Fachkräfte, gerade auch viele Mädels, junge Damen, die in technische Berufe gehen. Da brauchen wir aber auch die Bildungsplätze dafür. Und jetzt hat eben die Bundesregierung angekündigt, von den 3.000, die es österreichweit gibt, 800 bei uns in Oberösterreich zu machen. Das ist wirklich ein Schwerpunkt, der wird uns auch spürbar helfen. Nach der Präsentation der Strategie besuchten der Kanzler, die Minister, der Landeshauptmann, die Landeshauptmannstellvertreterin und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Doris Hummer die HTL1 Bau und Design in Linz. Dort diskutierten sie gemeinsam mit Schülern über Frauenpolitik. Es war ein super Schulbesuch und es ist schön, da an einer HTL zu sein mit lauter jungen Leuten, die tolle Ausbildungswege eingeschlagen haben, die am Arbeitsmarkt sich überhaupt keine Sorgen machen werden müssen. Und es ist auch gut, dass in vielen der technischen Berufe da schon mittlerweile sehr viele Mädels an der HTL waren. Also die Stimmung war toll, die Schülerinnen und Schüler waren top interessiert, haben auch wirklich herausfordernde Fragen gestellt. Und was sehr beeindruckend ist an dieser Schule, technische Schule, und der Frauenanteil ist ein sehr, sehr hoher. Das kann eine gute Beispielswirkung haben. Als Oberösterreichs erste Landeshauptmannstellvertreterin ist auch Christine Haberlander Vorbild. Ihre Botschaft an alle Frauen: Habt Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein auch in dem Sinne, was kann ich denn und wo sind meine Stärken? Und dann sich auch ein Betätigungsfeld suchen, das den Stärken entspricht und auch Spaß macht, wo man auch eine Erfüllung finden kann. Das konsequent weiterverfolgen, sich konsequent weiterbilden und dann auch einfordern, mutig sein und aufstehen. Und auch die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer, ist Vorbild. Im Endeffekt geht es gerade in der Frauenpolitik darum, und wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen, dafür Sorge zu tragen, dass die Frauen ihre Talente finden. Und die sind im technischen Bereich genauso beheimatet wie in anderen Bereichen. Und da sind wir einfach als Bildungssystem, als Gesellschaft noch nicht gut genug in der Förderung oder im Aufzeigen dieser Talente und Begabungen. Bei den Lehrberufen gelingt es uns immer besser. Wir brauchen es auch bei den HTLs, bei den Studienrichtungen. Da brauchen wir die Talente von den Burschen und vor allem aber auch von den Frauen.